So fühlt es sich an in einer Kabine, in einer Schlafkabine. Ich liege hier gerade oder sitze hier auf einer 1,40 Meter mal 2 Meter großen Kabine. Wir haben hier eine lichte Höhe von schätzungsweise 80 cm, 2, 4, 6, 8. Das sind knapp 1 Meter Höhe. Oben ist es mit Stoff so verkleidet. Die Wände sind mit so einem Kunstleder. Es gibt so ein paar Fenster und der Sound ist wie in so einem Studio. So ein ganz guter Sound hier. Und ich staune darüber, wie gut die Aufenthaltsqualität hier drin ist. Also es fühlt sich nicht jetzt an wie in einem Sarg oder so. Hier gibt es auch nochmal auf der Seite Schränke. Also hier packt man die Füße drunter und hier gibt es dann auch nochmal Stauschränke für Klamotten und ja, für Technikzeug und so. Hier ist auch eine Steckdose. Und dann kann man hier einfach die Füße drunter legen. So. Tja, was ist mein Fazit zu dieser Kabine? Ich denke, es ist nicht so jedermanns Sache. Also was auf jeden Fall hilft, sind diese Fenster hier, die man öffnen und schließen kann. Also ohne diese Fenster würde es sich auf jeden Fall nochmal anders anfühlen. Wir gehen mal raus, dann könnte ich das mal von außen anschauen. So. Gehen wir mal raus. Aua. Und so sieht das von außen aus. Es ist eigentlich nur ja, so ein Anhänger, ja, auf zwei Rädern. Und kann man einfach über so eine Deichsel hier so anschließen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hightech-Gerät. Ja. Vielleicht so ein bisschen sehr. So Military Style. Aber warum eigentlich nicht? Also ich denke, für die Kältehilfe wäre das völlig okay. Ach, ich sehe hinten sogar noch, gibt es eine Outdoor-Küche. Schaut mal da. Da kann man hier abwaschen und hier gibt es auch nochmal einen Kühlschrank. Und auch nochmal da oben so Abstellflächen für Tassen und so weiter. Ein kleines Waschbecken. Und hier ist praktisch die Technikzentrale. Vermutlich auch klimatisiert. Kriegt man es auf? Ja. So. Eine Autoküche. Und hier auch nochmal Schubladen. Und hier auch nochmal ein Schneidebrett. Und was kostet der ganze Spaß? Hier haben wir eine Liste. Wikiwood ist offensichtlich die Firma und hier habt ihr den Preis. Zulässiges Gesamtgewicht sind 750 Kilo. Gesamthöhe ist 1,90 Meter, Gesamtbreite 2 Meter nur. Und die Gesamtlänge sind 4 Meter. 4 Meter 11. Das glaube ich fast gar nicht. 4 Meter 11. Gesamtlänge doch stimmt. Und der Preis, wir liegen bei 22.000 Euro. 22.000 Euro. Es gibt keine Toilette, das ist der einzige Nachteil. Aber schlafen ist okay. Als ergänzendes Device ist es, denke ich mal, durchaus diskutabel.